denn sie gehen durch die Bluthirnschranke ins Gehirn, verändern den Dopaminstoffwechsel zum Beispiel und können damit verschiedene Bewusstseins- und Stimmungslagen generieren, sodass wir das gar nicht mitbekommen. Wenn die Leber im Spiel ist, dann hat man extrem viel Kraft. Bei uns ist ein medizinisches Leiden kein Problem, man geht zum Arzt, man kann das wegoperieren, da schüttelt man sich schon wieder die Leber runter. Jedes Mal, wenn ihr Liebe spürt, spürt es seine Beine. Entschuldigung, ich spreche nicht gut Deutsch.